Abend, guten Tag. Ich dachte mir mal, ich hau mal wieder ein Video zum Microsoft Flight Simulator 2020 raus. Und zwar diesmal eine kleine Rache, beziehungsweise eine kleine offene Rechnung, die ich eine Rechnung, die ich noch offen habe, so rum. Und zwar wollte ich mal eine Runde über Havanna drehen, Kuba. Logischerweise. Und diesmal in die westliche Richtung. Letztes Mal bin ich ja mit dem Airbus A320 nach. Quatsch. Ich fliege nach Osten. Ich bin beim letzten Mal in die westliche Richtung geflogen. Nach Mexico City mit dem Airbus. Das ist nicht so ganz gut ausgegangen. Deswegen diesmal eine Nummer kleiner. In der Beechcraft Baron. Und zwar geht's von Havanna aus nach Sancti Spiritus. Und ich schaue mir die ganze Sache an. Wir fliegen oben lang im Norden. Ding Dong. Wir fliegen oben im Norden lang, die Küste lang, und dann biegen wir halt nach Süden ab und werden dann das ja, ungefähr 200 Meilen Strecke, also eine Stunde ungefähr werden wir unterwegs sein. Ich stehe schon am Gate und werde gleich mal so gut es geht Startup hinlegen. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt mal los, es ist ein GPS-Flug, also ohne IRS diesmal. Aber gut, schauen wir mal. Soweit ich das hier noch in Erinnerung habe, steht noch nicht Batteries on, also down. Und dann, wie war es? Engine Mixture voll. Zackebumm. Wir haben den Sprit auf On. Und dann die Spritpumpen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Alles gut. Die Spritpumpen. Auch gleich losgehen. Also die Packing Bag. Hammer. Was vergessen? Hab ich was vergessen? Wisse? Achso. Hab ich was vergessen? Gut, dann machen wir mal ganz ruhig hier. Marty Airport Information Alpha 190 Zulu. Wind Tree 3412. Visibility. Schau ich erstmal, welche Höhe wir haben hier. Few clouds at 1100 feet, few clouds at 4200 feet, few clouds at 12400 feet. Temperature 25.2.10. Altimeter 29.95. ILS runway 6 in use. Landing and departing runway 6. Okay, also ich habe jetzt erstmal die Höhe eingestellt. Und dann wollen wir mal rausfinden, damit das, was hier los ist. Taxi depart west. Nein, east. Echt so ein kleines Ausflug. Marty, ground Fuego 07385 ready to taxi departure to the east with Alpha. Fuego 07385 taxi to and hold short of runway 6 via taxiway Delta Alpha. Contact tower on 118.1 when ready. Taxi to and hold short runway 6 via taxiway Delta Alpha Fuego 07385. Um
Okay. Okay. Da ist. Aber wieso soll ich? Na gut. Also das ist das Pushback. Marty, Ground Fuego 07385 requesting pushback. Fuego 07385 pushback request accepted. Warum die Karre jetzt nicht angesprungen ist? Und Mitleid. Nochmal anmachen. Textleid. Nochmal anmachen. Los. Gut, kann ich noch eine Runde, würde ich sagen, haben wir noch eine Runde im Mucke hier, ne? Zieht sich aber wahrscheinlich noch ein bisschen hier. Übrigens werde ich auch die Timestamps in die Beschreibung reinhauen, also wenn ihr irgendwie nicht so viel Geduld habt, dann könnt ihr dort gerne zurück hin und her springen. So, wir drehen nach rechts. Moment mal, schauen. Ja, das ist. Ne, das ist richtig. Ich hab's. Ja, das mach ich nicht. Verrückt. Aber wie hat der Runway 6 gesagt? Ground Fuego 07385 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Fuego 07385, your request has been transmitted to the operator. Marty, Ground Fuego 07385 requesting the end of pushback. Fuego 07385 request to end pushback received. So, dann machen wir mal. Ob wir jetzt mehr Glück haben mit den Motoren, das finde ich ein bisschen verwunderlich. Natürlich on. Bup, bup, on. Yeah, next one. Diese Linien, ich hoffe, dass ich die irgendwann ausschalten kann. Eigentlich war das noch mein Plan, aber ich hab's vergessen. Und zweitens hätte ich jetzt, also ich wüsste, dass wir, ich glaube, das wäre richtig gewesen, dass wir quasi jetzt hier lang und dann aus an 6 Grad aus starten von der Landebahn. Aber ich hätte jetzt ja nicht gewusst, hier ist es ja noch überschaubar, aber Taxiway DA, da blicke ich immer noch nicht durch. Also auf keinem Flughafen überhaupt. Ich weiß nicht, ob man sich da diese Karten ziehen muss.
Oder was? Oha. Racing. D. Wir sind auf jeden Fall auf D. Nein, bin ich nicht mehr so schnell. Wir sind auf jeden Fall auf D. Und jetzt, genau. Was auch so ein Zerbusch sein. Auf jeden Fall bis zum Ende der Stadt. Dort halten und an der Erlaubnis bitten und dann melden und gucken. Sich, wie gesagt, kein ILS-Flug. Aber angegeben ist, dass ich bei 2700 Fuß bleibe. Durchgängig, dass wir eine ordentliche Sicht haben. Den ganzen Spaß dort. Aber das wird halt nicht die ganze Zeit angesagt. Alter. Ja, also wir starten in Richtung. Wir starten quasi in Richtung Osten. Und wenn ihr alles täuscht. Direkt vor uns Havanna sein. Auf jeden Fall drehe ich dann über Havanna noch ein paar Runden und dann geht es weiter nach Plan. Ich habe den ersten habe ich schon vergessen. Juan E-Commerce International. Aber wieder. So schnell einen Ort hast. Ich bin verpeilt. So, einen Autopiloten werden wir ja auch nicht viel anfangen können. Kann nichts vermachen, aber. Ja, mal schauen. Aber ich finde das immer ganz gut, Learning by Doing. Aber selbst mit dem Autopiloten ist das immer gut. So, aufs Bandan. Okay, press takeoff. Marty Tower Fuegato 7385 at runway 6 ready for takeoff departure to the east. Fuegato 7385 cleared for takeoff runway 6 departure to the east approved. Cleared for takeoff runway 6 Fuegato 7385. Die Rechtskurve mache ich natürlich nicht. Schön aufstellen hier. Leichten Wind. Sehr gern. Immer wieder. Wirklich immer wieder. Froh, dass es mittlerweile nur noch die Start- und Landelichter sind und nicht das Fahrwerk. Aber wer weiß. Ja. Dran gedacht. Voll frei. Wollte ich sagen. 100%. Gegenhalten.
Holla, meine Güte. Holprig, holprig. Oh mein Gott. Verdammt, das habe ich mir anders, das war anders geplant. Aber gut, ich muss erstmal planen auf die Bude. Ganz soft, ganz soft. Das ist schon seit, ich glaube, einer Woche oder sowas, das erste Mal nichts. Ja, machen wir drehen. Zeit mir diese Umgebung start. Marty Tower, Flag 07385, continue for East Departure. So, East Departure, dann. So, gleich vorne. Is type Beechcraft B58 4 miles north of Marty. Request flight following. Flag 07385 approach. Squawk 7325. Squawk 7325, flag 07385.
ist 100 Fuß eingestellt. Das ist super. So, im Highway folgend. Und hier auf der rechten Seite. Aber sag ich mal. Highway folgend der Küste entlang. Und dann drehe ich mal direkt über die Stadt. Landeprozedere, das vergesse ich immer wieder. Und dann natürlich die Moment. Ich habe gerade eben die Landeklappen zurückgestellt.
Ah, das ist komplett verloren und ist da unten gegangen, ohne irgendwas zu halten. Und wie man hier sieht, unten. Pinken Knopf. Und zwar könnte ich hier nämlich einstellen die Höhe, die er dann halten soll. Ist nicht gegeben, keine Ahnung, ob das ein Bereich war oder was, aber das war. Ich glaube, hier sind wir nicht gestartet. Ja, was soll? Hält er auch nicht. Okay, Mann. Okay. Ich check's nicht. Ich muss hier halt die Autopilot. Was dann? Ja, okay. Also, ich bin blöd. So läuft das. Ich habe einfach nur vergessen, den Autopilot anzuschalten. Das sollte man natürlich auch machen. So. Dann drehe ich jetzt einfach mal zurück über die Stadt. Dann folgen wir mal unserem Kurs. Da unten ist auch noch ein Feld durch. Direkt über die Stadt. Und wer jetzt meckert, das geht ja gar nicht, das darfst du gar nicht, dann. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Mir hat das niemals jemand verboten. Vielleicht könnte ich auch noch. Mir ist er blöd. Vielleicht ist es, also. Das ist nicht öffentlich verboten. Offensichtlich verboten. Aber ich kann auch. Mir ist er blöd. Das tue ich hier irgendwo. Das wäre das MUJB. Das ist L. MULB. Ich bin schon drin. Nee, ich könnte nicht. Ich dachte, ich kann wenigstens ansagen: Hallo, ich bretter gerade durch euren. Was ist hier endlich los? Gegensteuern. Wie gesagt, Spellen bei Dream. Ich habe natürlich nicht so recht Plan. Beziehungsweise jedes Mal ist irgendwas anderes. Also mit dem Autopilot und der Karre komme ich nicht so weit klar, wenn ich ihn anschalte und dann den Navigationsmodus oder Heading umschalte. Aber warum der jetzt hart nach links zieht? Wohin will er nach? Oh, Alter, gut. Ja, genau. So, jetzt hat sich der Autopilot ausgeschaltet. Mit
recht. Ich sag, was ist los? So. Also wenn jemand eine Ahnung hat. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Lass es mich gerne wissen. Bin gerne bereit, da irgendwie dazu zu lernen. Natürlich. So, das verstehe ich nicht. Normalerweise müsste er doch bloß die Heading, das automatisch die Heading halten. Gerade ausfliegen. Ohne dass irgendwas läuft. Und die Höhe halten. Das war alles, was er sollte, aber negativ. Was los, würde ich sagen. Ich bin mal kurz wieder ins Control. Schau heute mal. Mit 2900. Dann kann ich ja gleich mal probieren hier. Also Autopilot, Flight Director, Hammer, Heading 6. So, dann kann ich gleich mal wieder den Altitude. Na, und okay, alles klar. Nein. Das verstehe ich schon wieder nicht hier. Also Altitude Mode haben wir halten. So geht er runter. Vertical Speed Mode on. Okay, jetzt minus 2,4 war oben. Folge ich mal der Straße, bis wir wieder auf den Kurs kommen, da hinten ungefähr, schätze ich mal. Dann drehen wir nach links ab. Ich hoffe, dass er jetzt noch bei 2700.
2893. Das geht für mich. Vollkommen vergessen vorhin. Einzustellen. San Jose de la Layas? Keine Ahnung, sorry. Dort drüben, zu unserer Rechten. Also der Autopilot ist heute nicht mein Freund, der nicht vielleicht. Meine Güte. Den hätte ich vielleicht vorher erstellen sollen. Das machen wir uns ohne Autopilot. Flight 07385, contact Havana Center on 120.25. Jawohl. 120.25, Flight 07385. Was haben wir eigentlich hier? Smart Uber, so wie es aussieht. Oder? Ich glaube schon. Wir sind schon vorbei. Center Fuego 07385 3500 feet. Havana Center Fuego 07385 3500 feet. Havana Center Fuego 07385 3500 feet. Ja, man kann es auf einmal nur sagen. Havana Center Flight 07385 miles northwest of Mike Uniform Mike Delta. Request IFR to Mike Uniform Sierra Sierra. Ready to copy. Flight 07385 is clear to Sierra Alpha November Charlie Tango India Sierra Papa India Romeo India Tango Uniform Sierra Airport. This file. Squawk 7325. Flight 07385 clear to Sierra Alpha November Charlie Tango India Sierra Papa India Romeo India Tango Uniform Sierra Airport as filed. Squawk 7325. Flight 07385.
5 readback correct. Radar contact 3,100 feet. Altimeter 2-Niner, decimal Niner, 4 turn right heading 0-Niner-0, resilmon navigation climb and maintain 13,000 feet. Nee. Nee. Ich will gar nicht noch turn right heading 0-Niner-0, proceed on course climb and maintain 13,000 feet Fuego 07385. Havana Center, Fuego 07385. Request 3,000 feet. Fuego 07385, climb and maintain 3,000 feet. Climb and maintain 3,000 feet, Fuego 07385. Doch wieder beim IFA. Wunderbar. Und wir sind Center Fuego 07385 requesting vector to next waypoint. Fuego 07385 turn right heading 0-Niner-0 resilmon navigation. Turn right heading 0-Niner-0 proceed on course Fuego 07385. Also, mal ein bisschen spucken, dass wir auf 3000 kommen. Also mal hier eigentlich. Ich lasse den jetzt mal machen. Also, das war ja mal eine Sprache. Autopilot. Ich verstehe es nicht. Gut, das mit dem Autopilot, das lasse ich jetzt wirklich. Das ist nicht gut. Keine Ahnung, was hier los ist. Normalerweise. Climb and maintain 3,000 feet Fuego 07385. Also Nachmond off. Altmond, so immerhin hält er jetzt schon mal die 3000 hoffentlich. Na gut, dann halt nicht. So, finden wir uns. Ja,
fewer 600 feet above your assigned altitude. Knock, knock, knock. Descend knock, and knock, maintain knock. 3,000 feet altimeter, 290.95. Descend and maintain 3,000 feet, Fuego 07385. Sure, ich will was mir machen muss noch. Noch nicht mal. Wir haben anscheinend noch nicht mal den ersten Wegpunkt hinter uns. Also, wir sind wirklich bei Aguacante und Matanas. Oh Gott, müsste direkt vor uns liegen dann. Ja. Genau, jetzt habe ich es ja. Jetzt habe ich es. Also da vorne. Matanas. Matanzas. Oh Gott. Dann. Das andere ist zu weit.
Containers? Wie? So 13 an die Rektur zu kriegen. Gut.
07385, contact Havana Center on 133.7. Going to 133.7, Fuego 07385. Havana Center Fuego 07385 is out of 3,300 feet for 3,000 feet. Fuego 07385 Havana Center, continue as planned. Altimeter 29.905. Oops, I lost it. Cardenas. Verdammt. Das ist Cardenas. Oder wie auch immer man es umkriegt. Cardenas. Right. Martin direkt vor uns. To descend and maintain 10,000 feet. Descend and maintain 10,000 feet, Tampa 4042.
nächste Airport vor uns. Das zieht sich doch ganz schön, muss ich sagen. Also wir haben jetzt, naja, 80 Meilen hinter uns.
maintain 3000 feet Fuego 5, you are 85 miles northwest. Maintain present heading and altitude. Expect vectors visual runway tree approach. Okay. Maintain present heading and altitude. Expect vectors visual runway tree approach. Fuego 07385. Sind jetzt noch 83 Meilen. Ist ein ordentliches Stückchen. Sag ich mal so. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen auf die Tube gedrückt, also ich denke mal, jetzt ein bisschen schneller kommen, weil ich über Havanna halt ordentlich verrückt gedreht habe. Hat sich das ja ein bisschen verzögert. Alles klar. Alles
klar, danke für nichts, Autopilot.
50 Meilen bis zum nächsten Punkt. Also wir haben noch ungefähr 70 Meilen vor uns. Das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Also Bazaar, der ist in Saguna.
sind. Weil ich schon viel Zeug aus dem Internet gezogen werden muss. Texturen und so weiter. Das ist der Hauptgrund, weil sonst läuft das wirklich relativ flüssig. Das ist halt auch hohe Auflösung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Stream direkt sieht, weil naja, hat auch noch ein bisschen runtergerechnet. Aber an sich sieht schon echt ganz gut aus bei mir. Bis zum nächsten Wegpunkt und danach wird es auch langsam Zeit. Naja, nicht langsam, aber dann dauert es ungefähr nur noch 10 Minuten, bis wir zum Landungen sind. Entschuldigung. Kuba größer als ich gedacht hätte, jedenfalls so vom. Ist immer schwierig einzuschätzen auf der Karte, wenn man das so sieht. So rein und raus und sich ab. Ja, vielleicht kann hier die Küste lang, aber nee. Das ist schon ein recht großes Stückchen. Wäre.
reparieren. Das habe ich auf jeden Fall auf der Karte. Das ist hier San Antonio de la Vueltas unter uns sein. Aber auf jeden Fall kein Marien. Auf der Karte gesehen, das ist halt extrem. Einfach nur so ein Ziel da vorne. Extrem. Hier vorne ist eine gute Zone. Müsste ich gleich einen Knick machen, glaube ich. Jetzt auf jeden Fall unseren vorletzten Wegpunkt erreicht. Jetzt noch 30 Meilen vor uns. Und ich denke mal, noch bald so weit sein, dass wir Tower anfangen können. Beziehungsweise ich glaube, das können wir auch jetzt schon. Aber mit 2000 Fuß bin ich noch mit. Das ist weird gewesen. Also, Autopilot aus. Dann geht's los. Ich sage, jetzt ein paar Meilen noch manuell. Sorry, verkehrt. Das mit der Karte wird dann auf jeden Fall schwierig. Also ich werde es ja nicht mehr gucken können. Also wenn ich mich darauf konzentrieren, das war jetzt hier bei 25 Meilen. Irgendwann müsste es auch soweit sein, dass wir den Tower anfangen. Und nicht vergessen, die Landelichter. Das Fahrwerk, ganz wichtig. Dann wollen wir mal wieder auf Spur kommen. Das war hier ganz wichtig.
werde mal hier sämtliche Spiritus anpumpen. Und schon mal umlandern, um das. Ja, das ist das, was wäre das dann? Artenplan war 17 oder so. Oder warte ich? Ne, ich warte. Drei Paar, die werden schon wissen. Und ich bin ja jetzt nicht so weit. Schuss. Aber ich glaube. Dann doch ein bisschen von oh mein Gott, Südwest reinkommen. Bedeutet, ich werde mal jetzt los. Ich habe es verpasst. Schon wieder Spritproblem. Ja. Haben wir gesehen. Das ist Havanna und Kuba, ticken die Spritzuhren ein bisschen anders. Da habe ich wirklich nicht so geachtet. Aber ich fliege auch so ein Kaudi gerade die ganze Zeit, also Vollgas. Gedreht könnte. Naja, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Flight 07385 Airport is at your 1 o'clock 12 miles. Descend and maintain 2300 feet report runway in sight. Alright. Descend and maintain 2300 feet Fuego 07385. Flight 07385 Airport is at your 1 o'clock 11 miles. Maintain present heading and altitude report runway in sight. Maintain present heading and altitude Fuego 07385. Fuego 07385, contact Havana Center on 123.7. Going to 123.7 Fuego 07385. So, Havana Center.
enter Fuego 07385 2300 feet. Fuego 07385 Havana Center, continue as planned. Altimeter 29.906. Fuego 07385, you are 9 miles north. Maintain present heading and altitude. Expect vectors visual runway 3 approach. Runway 3? Okay, also muss ich drehen. Maintain present heading and altitude. Expect vectors visual runway 3 approach Fuego 07385. Nee, muss ich nicht. Oder? Doch, muss ich. Also da vorne ist die Landebahn. Bedeutet, ich drehe jetzt, ich gehe wieder auf 2300 bis. Flight 07385, climb and maintain 3000 feet. Okay. Climb and maintain 3,000 feet, Fuego 07385. Fuß, warum? Das sagt er mir jetzt hier die ganze Zeit, 100 pro. Das hatte ich nämlich schon mal, dass er mir ständig sagt, so, ja, mein Anflugwinkel ist vollkommen egal. Fliegt man rum. Und was ich dir gerade eben gesagt habe, 2400 Sinkflug ist auch vollkommen egal. Komm, geh mal nochmal auf 3000. Dann drehst du und dann bleibst du auf 3000. Und dann bleibst du auf 3000. Und dann bleibst du auf 3000. Vielleicht hat das ja auch seine Richtigkeit und ich habe echt keine Ahnung und ich reg mich hier. Ich reg mich nicht auf, aber ich finde es halt. Ich gehe halt. So, und hier ist die Landebahn. Runway 3, das wäre direkt der Laden. Wenn man hier alles folgt, ja. Sagen, ich kann es jetzt mal Alpha, dann das bringt nichts hier. Havana Center, Fuego 07385. Cancel IFR at this time. Fuego 07385 IFR flight plan is canceled. Radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR. Frequency change approved. Okay.
zu. Mike Uniform Sierra Sierra traffic Fuego 073853 miles southwest 3100 feet inbound to land runway 3. Meldet sich keiner? Meine Güte. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder orientieren, ey. Mike Uniform Sierra Sierra traffic Fuego 073855 miles southwest 2000 feet inbound to land runway 3. Aha. Mike Uniform Sierra Sierra traffic flag 07385 is on final runway 3 to land. Bisschen hart. Wunder, dass Mike antwortet. Nicht viel los. Mike Uniform Sierra Sierra Traffic Flag 07385 is clear of the runway. So.
So, das Dumme ist, dass bei all diesen Flughäfen, wo niemand ist, kann ich anscheinend auch nicht in eine Parkposition, obwohl hier anscheinend Parkpositionen sind. Aber ich kann. Mike Uniform Sierra Sierra Traffic Flag 07385 is clear of the runway. Ich kann den Flug nicht abschließen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem einfach. Ich parke hier. Wenn ich jetzt jetzt den Motor ausmache und so weiter, dann sollte eigentlich nichts passieren. Leider. Aber immerhin, ich hab's überlebt. Sache erstmal hier, das habe ich zum Glück ausgeschalten. Wie auch nichts, kann man endlich auch ausmachen. Zacka. Und dann sieht nichts. Normalerweise müsste man jetzt anzeigen, hey, gelandet, Startlandung 1 bei Tag und bei Nacht, aber nein. Dann halt nicht. Aber ich denke, das zählt irgendwie, auch wenn der Start ganz schön holprig war. Die Landung ganz schön schräg, aber es gibt Schlimmes. Daher. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch in diesen kubanischen Bildern. Und ja, genau. Vielleicht seid ihr ein bisschen schlau geworden. Ich bin es auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, aber nicht so richtig. Also, das wird sich aber zeigen. Beim nächsten Flug auf jeden Fall. Aber ich muss auf jeden Fall noch rausfinden, wie man rauskriegt, ob dieser Flughafen auch wirklich besetzt ist und man hier auch hart landen kann oder nicht. Aber ich glaube, das ist einfacher als ich. Ich mache da einen Fehler, glaube ich. Vielleicht sollte ich vorher gucken, ob man hier eine Parkmöglichkeit hat, aber vielleicht ist das der Punkt. Aber gut, soviel dazu. Ich verabschiede mich. Und ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und gabt euch wohl. Ciao.